Guten Abend. Ich möchte bloß einmal in aller Ruhe darauf hinweisen, das Leben ist nicht wie in einem Pro-7-Spielfilm. Das Leben ist anders, man muss einmal die Augen öffnen für die Realität. Man liegt nicht in irgendeinem französischen Designer-Wasserbett. Und neben einem dran liegt ein schwedisches Fotomodell. Und dann schläft man bis nachmittags um 2:30 und wird nicht geweckt von einem Wecker, sondern von einem weißen Einhorn, das einen stupst an der Schulter. Und dann steht man auf, nackert wie man ist, und steigt mit dem schwedischen Fotomodell, das nach Pfefferminz riecht, auf das Einhorn. Und dann reitet man auf ein 25 Meter langes Frühstücksbuffet. Und dann steht man davor und denkt sich, was soll denn fressen heute früh? Einmal ein Camembert oder ein Lachs oder Schrimps? So ist das Leben nicht. Man liegt meistens in irgendeinem lumperten Ikea-Bett. Und wenn man sich dreht in dem Bett, dann knackt's furchtbar. Und jedes Mal, wenn's knackt, denkt man sich, weil möchten wir, da müssen wir mal mit 2, 3 Spaxe was machen. So schaut's aus. Und neben einem dran liegt kein Fotomodell. Da liegt eine Frau, wo man sagen muss, na ja, die ist ein wenig drüber über dem Wohlfühlgewicht. Ich soll ja da mal schauen, ob es für ihr Haut nicht bei Ratio Pharm was gibt. Irgendwie eine Salbe oder eine Tablette. Und da kommt kein Einhorn, sondern um 7:30 in der Früh klingelt der Wecker. Aber davon wird man nicht wach. Man wird wach von dem rachitischen Husten von der schönen Prinzessin. Mit ihrem Bronchialasthma hustet die einen wach. So geht's los. Und dann steht man auf und dann ist auch kein Frühstücksbuffet. Und dann geht man in die Küche und sagt, was gibt's denn zum Frühstücken? Und dann sagt die Allerschönste, schau halt einmal in die Müsli-Dosen. Und dann schaut man in die Müsli-Dosen und da ist überhaupt nichts drin. Und dann sagt man, da ist überhaupt nichts drin. Was soll man fressen? Und dann sagt sie, schau halt einmal in den Kühlschrank. Und dann schaut man in den Kühlschrank und auf den ersten Blick sieht man überhaupt nichts. Bloß ganz hinten an der Wand klebt der Käse, den man mit der Hand gar nicht rauskriegt. Den muss man so mit dem Messer rauskratzen und der ist ein wenig angeschimmelt. Und dann sagt man, soll das jetzt das Frühstück sein, das kann man doch nicht fressen. Und dann sagt die Prinzessin, naja, schneid halt den Schimmel weg. Dann geht es schon. Ne? Naja, sie isst eh nichts, weil sie so viel Husten hat. Und das ist dann das Frühstück. Man isst ein Stückchen Käse und ein kleines Stückchen Brot. Und dann muss man arbeiten, weil das Geld wächst nicht an der Yucca-Palme im Wohnzimmer. Und dann gibt es in unserem Land 2 Möglichkeiten. Entweder man hat ein wenig einen kreativen Job oder man hat nicht so einen kreativen Job. Wenn man einen kreativen Job hat, ist man meinetwegen Texter in der Werbeagentur und textet. Und als Kunde kommt irgendwann ein Installateur rein und sagt, ich hätte einen Auftrag für Sie, ich möchte mir einen neuen LKW kaufen und der soll beschriftet werden. Und ich habe mir gedacht, ich schreibe drauf, Gas, Wasser, Scheiße. Aber meine Frau hat gesagt, Scheiße klingt eher ein wenig negativ. Jetzt weiß ich nicht, fällt Ihnen da was ein? Und dann sagt der Senior Director von der Firma, da haben wir unseren Fachmann und deutet auf dich. Und das ist dann dein Job für die nächsten 14 Tage. Ein besseres Wort als Scheiße ausdenken. Du darfst googeln, darfst im Langentscheid nachschauen, das ist dein Job. Oder? Du hast das nicht so gut erwischt. Und arbeitest im Tierheim. Und putzt Scheiße weg von Viecher, die keiner haben will. Und putzt den ganzen Tag und putzt und hörst immer ein komisches Geräusch. Und denkst immer, was ist denn das für ein Geräusch? Was ist denn das? Und irgendwann siehst du das. Das Geräusch kommt von einem kleinen Totenkopfäffchen, das den ganzen Tag nichts anderes macht als wichsen. Und es ist schon 15 Jahre lang in dem Tierheim. Und es ist ja klar, keiner will einen After haben, der den ganzen Tag bloß wichst. Und am Abend gehst heim, hast Hunger, viel Frühstück hast du ja nicht. Und dann gehst heim und kommst im Gang nach Hause und hörst schon das rachidische Husten von der Allerschönsten. Machst die Tür auf, hast Hunger und sagst, wie schaut's denn aus? Was gibt's denn zum Abendessen? Und dann hustet sie erst einmal als Antwort. Und dann sagt sie, du Schatz, ich habe den ganzen Tag bloß gekustet. Ich bin nicht zum Einkaufen gekommen. Aber iss halt den Käse noch auf. Und dann frisst man den Rest vom Käse, ist bloß ein ganz kleines Stückchen. Und dann ist der Abend, fängt an. Ne? Und dann sagt man, wie schaut's denn aus, Madame?
können wir heute mal einen Geschlechtsverkehr vollziehen? Und dann sagt die Angesprochene, ja, na, ich hab so einen Husten, lass uns heute mal Fernsehen schauen. Na ja, da fällt der Geschlechtsverkehr aus, wird halt Fernsehen geschaut. Und am nächsten Tag wachst du auf und hast einen furchtbaren Hunger und dann frisst den Rest von dem Käse. Und dann gehst du wieder in der Arbeit und denkst dir, Kacke? Ist Kacke vielleicht ein besseres Wort für Scheiße oder was? Oder du arbeitest wieder in einem Tierheim und putzt Scheiße auf und hörst wieder. Und denkst dir, das gibt's doch nicht, was das kleine Äffle wichsen kann den ganzen Tag. Und dann gehst du heim, dann hast du wirklich scheiß viel Hunger. Und kommst heim und wunderst dich, weil du hörst das Husten nicht. Und machst die Tür auf. Und ich huste nicht in der Küche, sondern aus dem Wohnzimmer kommen komische Geräusche. Schaust du mal in die Müsli-Dosen, nichts drin, auch nichts im Kühlschrank. Denkst du, na ja, schau halt mal ins Wohnzimmer und machst die Tür auf und siehst, dein bester Freund vögelt deine Lebensabschnittspartnerin. Und in dem Fall denkst du, na ja, fällt halt der Geschlechtsverkehr halt wieder aus. Schau mal halt fern, so schaut's aus, meine Herrschaften.